Früher gehörte es zum guten Ton, sich um den Galgen zu versammeln und einer Hinrichtung beizuwohnen. Wie gesagt, der Galgen gehörte zum guten Ton, denn es gab einige Methoden, die weitaus unmenschlicher waren. Tod durch Zersägen. Yo, das ist so ziemlich genau das, was ihr jetzt gerade denkt. Die genauen Details über diesen Prozess sind nicht bekannt. Allerdings gilt es als belegt, dass Zersägen eine Hinrichtungsmethode war, die auf vielen unterschiedlichen Orten überall auf der Welt praktiziert wurde. Eine der ersten dieser Hinrichtungen ereignete sich in Marokko, wo ein Mann, der der Rebellion gegen das marokkanische Imperium bezichtigt wurde, gefangen genommen wurde. Dort holte man den Kopf der Handwerksgilde und fragte ihn, ob seine Säge scharf genug wäre, einen Menschen zu zerteilen. Das Urteil wurde gefällt und der mutmaßliche Rebell wurde zum Tode durch das Sägeblatt verurteilt. Der Mann wurde aus seiner Zelle geholt, zum Hinrichtungsplatz gebracht und auf eine der wohl schrecklichsten Arten getötet, die man sich vorstellen kann. Ihr seht, Zersägen ist noch viel grauenvoller als das bekanntere Zerteilen mit scharfer Klinge und einem einzigen Schlag. In einigen Plätzen Asiens wurde das Zersägen vom Kopf an abwärts durchgeführt. Da die Angst und der Schmerz dabei natürlich nicht bis zum Schluss andauern konnten, ordnete man rasch an, das Ganze umgekehrt auszuführen. Das Opfer sollte kopfüber aufgehangen werden, die Säge von zwei Männern gehalten und dann vor- und zurückgezogen werden, wobei man zwischen den Beinen anfing und sich langsam zum Kopf vorarbeitete. Auf diese Art wurde das Opfer nicht nur nicht gleich getötet, da das Gehirn anfangs unverletzt blieb, nein, auch das Bewusstsein blieb länger vorhanden, da auf diese Art mehr Blut in den Kopf floss. So wurde überliefert, dass das Opfer sogar noch bei Bewusstsein war, als man sich bereits am Bauchnabel vorbeigearbeitet hatte. Der römische Kaiser Caligula zählte das Zersägen zu seiner Lieblingsarten der Exekution und sah oftmals zu, während er aß. Seine Worte wurden oft zitiert. Das Zuschauen sei für ihn eine Art Vorspeise. Skafismus, eine persische Hinrichtungsart oder wie deren Feinde es gerne nannten, qualvoller Tod. Wegen dieser Methode wurden die Perser häufig als Barbaren gesehen, denn Skafismus war eine derart schreckliche Art zu sterben, dass einfaches Erhängen dagegen schnell und sauber aussah. Für gewöhnlich bediente man sich zweier gleich großer Boote, aber auch ein ausgehöhlter Baumstamm tat seinen Zweck. Nun wurde die arme Seele, die man zu Tode verurteilt hatte, in den Hohlraum gesteckt und zwar so, dass Kopf und Gliedmaßen draußen blieben. Die amerikanischen Ureinwohner nutzten diese Art der Hinrichtung ebenfalls, allerdings war bei ihnen an dieser Stelle auch Schluss, so ertrank das Opfer womöglich oder starb an Hunger. Nicht jedoch bei den Persern. Sie gingen weiter, um sicherzustellen, dass das Erlebnis so viel unvergesslicher wurde. Sie mästeten ihr Opfer, bis es schließlich so fett war, dass es sich absolut weigerte, auch nur einen weiteren Bissen zu essen. Dann wurde dem Opfer Milch und Honig über die Augen, Ohren, in den Mund, auf die Genitalien und alle nur erdenklichen Körperöffnungen gestrichen, um es in seinem Boot bzw. Baumstamm zurückzulassen. Ort dafür war ein vor Ungeziefer überquellendes Sumpfgebiet. Ihr Opfer so fett werden zu lassen, hatte zwei Gründe. Erstens wurde so die Überlebensdauer verlängert, was zum zweiten, spezielleren Grund führt: Insekten. Der intensive Geruch von Milch und Honig zog Insekten an, die damit begonnen, die neu gefundenen Nahrungsquellen abzubauen. Ihr Fresstrieb lockte sie tiefer und tiefer in die Körperöffnungen, Augen, Ohren, Nase, Mund, bis sie schließlich damit begonnen, sich ins nackte Fleisch zu bohren, wo sie sich einnisteten und auch Eier legten. So ging das Ganze über Tage und Wochen, bis das Opfer schließlich nur noch als einziges großes Nest diente und vor lauter Scharren und Kratzen und meimenden Kneifzangen nicht mal mehr die eigenen Gedanken heraushören konnte. Bei einem speziellen Fall hatte man festgestellt, dass es ganze 17 Tage dauerte, bis das Opfer schließlich gestorben war. Der sizilianische Bulle war sowohl Kunstwerk als auch Tötungsmaschine zugleich. Er wurde von den antiken Griechen als hohle Skulptur aus Bronze gefertigt, die an einer Seite eine kleine Luke hatte. Die Größe entsprach der eines realen Bullen, mit einer akustischen Einrichtung, die den Bauch mit Mund und Nase verband. Mittels dieses akustischen Durchgangs änderte sich der Klang der Schreie in etwas, das dem Schnaufen und Prusten eines Bullens nicht unähnlich war. Das Opfer wurde in die Statue gesteckt und eingeschlossen. Dann entzündete man ein Feuer unter dem Bauch des Bullen, was dazu führte, dass sich das Metall enorm erhitzte. Das Opfer war eingesperrt in einem Gefängnis aus glühender Bronze, in dem es zu Tode geröstet wurde. Seine Schreie wurden umgewandelt in das wütende Fauchen eines Bullen, zur großer Unterhaltung aller.
Phalaris der Tyrann war dafür bekannt, diese Art der Hinrichtung geradezu gegen Massen seiner Feinde einzusetzen. So sehr, dass nicht mal der Erfinder des Bullen selbst vor ihm sicher war. Perilaos, ein Künstler, baute den Bullen im Auftrag von Phalaris und erklärte ihm auch die Vorzüge seiner Erfindung. Er sagte: Du hörst ihre Schreie durch die Röhren, das schrecklichste, ergreifendste und melodischste Bellen. Phalaris war so schockiert von den Worten des Künstlers, dass er diesen bat, das Ganze einmal zu demonstrieren. Als Perilaos daraufhin in den Bullen kroch, um ein wenig Lärm zu machen, wurde die Luke hinter ihm geschlossen und Phalaris Männer entzündeten augenblicklich das Feuer. Und auf einmal wurden Perilaos Schreie sehr real. Der Erzählung nach wurde er aber aus den Bullen geholt, bevor er starb, nur um anschließend von einer Klippe gestoßen zu werden. So schockiert Phalaris der Tyrann über die Erfindung auch war, so fand er doch großen Wert in ihr für unzählige Gräueltaten und sogar Fälle von Kannibalismus gegen neugeborene Babys wurden bekannt. Er ging so weit, bis er schließlich selbst in seinem Bullen landete und sich die Luke hinter ihm schloss. Phalaris wurde lebendig geröstet, während die Menge über das Geheule des großen Bullen jubelte. Es ist interessant, wie einen die großen Tötungsmaschinen der Geschichte den Tod fürchten, letztendlich aber darum betteln lassen. Zum Schluss nutze ich noch einmal die Chance, auf meine Facebook-Seite hinzuweisen. In Zukunft gibt es hier Bonusinhalte, quasi nur für Facebook-Fans, also seid auf jeden Fall dabei. Ich mach's jetzt kurz, abonnieren geht da oben und unten rechts oder links könnt ihr weiterschauen. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart, hier in der Schwarzlichtzone.